Hallo, liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 188. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du das Evangelium immer und immer wieder wiederholst in der Bibel. Dass wir es auf verschiedene Art und Weise immer und immer wieder sehen können. Dass Jesus für mich und für jeden, der jetzt zuschaut, persönlich gestorben ist. Und dass wir durch den Glauben gerecht gemacht werden können. Dass du unser Leben verändern willst. Danke, dass du immer und immer wieder diese Wahrheiten uns vor Augen führst, damit wir durch sie gerettet und verwandelt werden. Wir bitten dich, dass du auch jetzt durch deinen Heiligen Geist zu uns sprichst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 4. Mose 29 bei den Opferbestimmungen für die einzelnen Festzeiten Israels. Und es geht gerade um die verschiedenen Opfer an den verschiedenen Tagen beim Laubhüttenfest. Wir lesen in Vers 19 dazu einen Ziegenbock als Sündopfer, außer dem beständigen Brandopfer samt seinem Speisopfer und ihren Trankopfern. Und am dritten Tag elf Stiere, zwei Witter, 14 einjährige makellose Lämmer samt ihrem Speisopfer und ihrem Trankopfern, zu den Stieren, Wittern und Lämmern entsprechend ihrer Zahl nach der Vorschrift. Dazu einen Bock als Sündopfer, außer dem beständigen Brandopfer samt seinem Speisopfer und seinen Trankopfern. Wir sehen, dass jeden Tag die Zahl der Tiere gleich bleibt, bis auf die Stiere, die immer eins weniger werden. Das sehen wir jetzt im nächsten Vers. Und am vierten Tag zehn Stiere, zwei Witter, 14-einjährige makellose Lämmer, samt ihrem Speisopfer und ihren Trankopfern zu den Stieren, Wittern und Lämmern, entsprechend ihrer Zahl nach der Vorschrift. Dazu einen Ziegenbock als Sündopfer, außer dem beständigen Brandopfer, samt seinem Speisopfer und, sein, samt, und seinem Trankopfer. Und am fünften Tag... Neun Stiere, da wird es immer weniger. Zwei Witter, 14-einjährige makellose Lämmer, samt ihrem Speisopfer und ihren Trankopfern zu den Stieren, Wittern und Lämmern, entsprechend ihrer Zahl nach der Vorschrift. Dazu einen Bock als Sündopfer. Außerdem beständigen Brandopfer, samt seinem Speisopfer und seinem Trankopfer und am sechsten Tag acht Stiere. Zwei Witter, 14-einjährige makellose Lämmer, samt ihrem Speisopfer und ihren Trankopfern zu den Stieren, Wittern und Lämmern. Entsprechend ihrer Zahl nach der Vorschrift. Dazu einen Bock als Sündopfer, außer dem beständigen Brandopfer samt seinem Speisopfer und seinen Trankopfern. Und am siebten Tag sieben Stiere, zwei Witter, 14 einjährige makellose Lämmer, samt ihrem Speisopfer und ihren Trankopfern zu den Stieren, Wittern und Lämmern, entsprechend ihrer Zahl na, nach ihrer Vorschrift. Dazu einen Ziegenbock als Sündopfer, außer dem beständigen Brandopfer samt seinem Speisopfer und seinem Trankopfer. Wenn man die Zahlen zusammennimmt für diese sieben Tage, so stellt man fest, dass es genau 70 Stiere sind. 14 Witter, 98 Lämmer und sieben Ziegenböcke. Alle durch sieben Talber, interessanterweise. Am achten Tag sollt ihr eine Festversammlung halten. Da sollt ihr keine Werktagsarbeit verrichten, sondern ein Brandopfer darbringen, ein Feueropfer zum lieblichen Geruch für den Herrn. Einen Stier, einen Witter und sieben einjährige makellose Lämmer. Also hier. Eine ganz andere Struktur der Opfer als in den Tagen zuvor. Samt ihrem Speisopfer und ihren Trankopfern zu dem Stier, dem Witter und den Lämmern entsprechend ihrer Zahl nach der Vorschrift. Dazu einen Bock als Sündopfer außer dem beständigen Brandopfer, samt seinem Speisopfer und seinem Trankopfer. Dies sollt ihr dem Herrn an euren Festen darbringen, außer dem, was ihr gelobt habt und freiwillig gebt an Brandopfern, Speisopfern, Trankopfern und Friedensopfern. Warum war es so, dass ausgerechnet am Laubhüttenfest die allermeisten Opfer gebracht werden sollten? Das Laubhüttenfest war ein Typus letztendlich auch auf den finalen Sieg Gottes in diesem großen Kampf. Auf die Zeit, in der es dann keine Sünde mehr geben wird. Eine Zeit, wo wir im Himmel spät auf der neuen Erde sein werden. Man könnte vielleicht denken, dass dann das Opfer Jesu vielleicht an Bedeutung verlieren könnte, aber nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Nirgends wird dieses Opfer so gut verstanden werden, so deutlich uns vor Augen sein, so sehr unser Denken erfüllen, als dann auf der neuen Erde. Dann werden wir das Opfer Jesu noch mehr studieren, als wir es hier auf dieser Erde je getan haben. Wir werden eine Ewigkeit lang versuchen, es besser zu verstehen und wir werden eine Ewigkeit immer Neues entdecken, neue Lieder darüber schreiben und deswegen. Was gerade am Laubhüttenfest, dass die allermeisten Opfer gebracht worden sind in solch einer großen Anzahl, um deutlich zu machen, dass ganz am Ende das Opfer von Jesus ganz besonders und ganz stark im Fokus sein wird und alles andere überragen wird. Und Mose sagte den Kindern Israels alles, was ihm der Herr geboten hatte. Und Mose redete mit den Obersten der Stämme der Kinder Israels und sprach: Das ist es, was der Herr geboten hat. Wenn ein Mann dem Herrn ein Gelübde ablegt oder einen Eid schwört, Womit er eine Verpflichtung auf seine Seele bindet, so soll er sein Wort nicht brechen, sondern gemäß allem, was aus seinem Mund hervorgegangen ist, soll er handeln. Gott wünscht sich, dass wir zu dem stehen, was wir sagen und das auch tun, was wir versprochen haben. Wenn eine Frau dem Herrn ein Gelübde ablegt und eine Verpflichtung auf sich nimmt, solange sie noch ledig im Haus ihres Vaters ist und ihr Gelübde und ihre Verpflichtung, die sie auf ihre Seele nahm, von ihrem Vater kommt, vor ihrem Vater kommt und ihr Vater schweigt dazu, so sollen alle ihre Gelübde gültig sein und jede Verpflichtung, die sie auf ihre Seele gebunden hat. Wenn aber ihr Vater an dem Tag, da er es hört, es ihr verwehrt, so ist keines ihrer Gelübde und ihre Verpflichtung gültig, die sie auf ihre Seele gebunden hat. Und der Herr wird es ihr vergeben, weil ihr Vater es ihr verwehrt hat. Wenn sie aber einen Mann heiratet und sie hat ein Gelübde abgelegt oder ein unbedachtes Versprechen, das sie auf ihre Seele gebunden hat, lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, nicht nur, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, sondern dass wir wissen dürfen, dass je mehr wir uns mit dir beschäftigen, desto wichtiger dieses Opfer für uns wird. Und dass wir einmal in der Ewigkeit so viel Zeit investieren werden, um dieses Opfer immer besser zu verstehen. So viele Lieder komponieren werden, Gedichte schreiben werden, weil wir dann erst in aller Fülle anfangen zu verstehen, was Jesus eigentlich wirklich für uns getan hat. Herr, danke, dass du uns jetzt schon vergibst, auch wenn wir dieses Opfer gar nicht in seiner Gänze ermessen können. Danke, dass du uns lieb hast, dass du für uns das tust, was wir nicht tun können und dass wir staunend dich immer besser kennenlernen dürfen. Und das Opfer, Herr Jesus, das du für uns gebracht hast, wir danken dir dafür. Amen.